herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Und wir haben heute den Porsche Taycan nach dem Intro für euch im Angebot. Porsche Taycan, wir durften ihn Probe fahren und haben ihn jetzt hier, um eine Keramikbeschichtung zu machen. Grün mit braunem Leder, ich finde es super klassisch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Ausstattung findet. Nach dem Intro kriegt dieser Porsche Taycan 4S eine Keramikbeschichtung. Okay. Na, ich wollte schon wieder. Ja, ja. Also, und da können Sie hier noch, hier können Sie auch, Moment mal, da. Ja, da kannst du auch verstellen. Da, da, drei. Hier kannst du verstellen. Was macht man da? Ja, achso, das ist jetzt. Trip. Ja. So, jetzt habe ich jetzt hier die Zeit heute Morgen 17 Minuten. Okay. Und wie verstellt man das hier? Das ist wieder mit Range, hier, oder? Hier. So, musst du hier. Da, Power. Okay. Da kannst du das angucken. Ja. Jetzt, wenn du Gas gibst oder bremst. Ah, ja, achso, genau, richtig. So, rekuperieren oder. So, und da kann ich jetzt hier Allrad, das habe ich immer drin, das sehe ich. Ach, ja. Dann kann ich rekuperieren, sehe genau, wenn der Hinterradantrieb eingeht. Allrad, hier die. Hören Sie wie? Ja, das ist wirklich wie so eine Straßenbahn. Ja. Ich fühle mich dann hier in der Straßenbahn. Ja, ich denke auch. Hältst du still? Ja, wir haben jetzt den Kunden im Hotel abgesetzt. Ich hätte gerne ein Interview mit ihm gehabt, aber er wollte gar nicht so gerne, weil ich habe natürlich viele Fragen. Ein sehr interessanter Mensch und ja, hat mir auch soweit alle Fragen beantwortet. Und wenn nicht, dann kann ich ihn nachher noch auf Handy anrufen. Es ist wirklich auf der Hinfahrt schon zu spüren, ein phänomenales Fahrgefühl. Wir haben, glaube ich, wenn ich heute Morgen richtig gelesen habe, einen Drehmoment von 690 Newtonmeter. Und wenn man in den, wie hieß der Modus hier eben noch? Warte, der Modus hieß im Sport Plus Modus, dann haben wir hinten an der Hinterachse auch sozusagen zwei Gänge. Und da merkt man ganz klar, wie der dann auch reinknallt. Nehme ich jetzt auf? Ja. Okay, gut. Ich bin so verträumt, dass ich 75 fahre und der LKW hinter mir macht schon Lichthupe. Man braucht immer nicht schnell fahren im Elektroauto, auch wenn man einen Porsche fährt. Es ist auch einfach so geil. Der hat, glaube ich, Werte, habe ich gelesen, 4 Sekunden auf 100 und von 0 auf 200 in 10,123 irgendwie. Blende ich vielleicht nochmal ein. Was müssen wir jetzt machen? Wir fahren jetzt mal zu Ove. Ich weiß ja nicht, ob er da ist, aber dann machen wir ein Foto vor seinem Laden.
So, für die chronologische Reihenfolge, wir haben das Auto gewaschen, jetzt geht er in die Aufbereitungshalle und wir haben schon gesagt, wir glauben nicht, dass wir den auf die Bühne kriegen, weil der so tief ist. Den Weg dahin, den kennt er ja schon, ne? So, wenn du Porsche-Fahrer bist und noch nie auf meinem Kanal warst und das erste Mal wirklich dieses Video siehst von den Porsche Taycan, wie wir den polieren, dann lass dich bitte nicht von diesem ekligen Fußboden erschrecken. Weil wir haben so viel zu tun, wir wissen gar nicht, wo uns der Kopf steht. Tesla-Fahrer kommen aus 12 weiteren europäischen Ländern zu uns und aus ganz Deutschland. Wir sind 2 bis 3 Monate im Voraus ausgebucht und deswegen haben wir keine Zeit für den Fußboden. Das hängt nichts mit unserer Arbeit zusammen. Unsere Arbeit wird perfekt sein. Das kannst du auch gerne bei Google nachlesen, bei unseren Bewertungen. Und demnächst wird auch der Fußboden gemacht. Also wenn du dein Porsche Taycan zu uns bringst, haben wir wahrscheinlich auch schon wieder einen neuen schönen Fußboden. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Auto steht auf der Hebebühne, gewaschen ist er. Jetzt kriegt er noch eine kleine Innenraumreinigung, aber ist ja nicht viel zu machen. Einmal ein bisschen den Staub weg und das war's dann. Arbeitsschritte sind wie immer. Jetzt wird das Auto von den restlichen Feuchtigkeit befreit. Dann polieren wir das Auto komplett auf. Je nach Lackzustand dauert das mal länger und mal geht es schneller. Bei weißen Autos geht es natürlich bekanntlich am schnellsten, bei schwarzen dauert es am längsten. Bei diesem Porsche Taycan haben wir schon gesehen, dass wir einen super guten Lackstand haben. Es sind keine Einschlüsse, die wir hier zur Keramikbeschichtung rauspolieren müssen, rausschleifen müssen. Das haben wir manchmal bei Tesla, dass da halt noch kleine Dreckpickelchen einlackiert sind, die wir dann schleifen und polieren. Das haben wir hier gar nicht. Es ist ein sauberes Lackbild. Und ich glaube, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch mal den einen oder anderen Arbeitsschritt. Viele kennen den schon. Von Tesla, aber noch nicht vom Porsche Taycan. Viel Spaß beim Schauen. Das Auto wird jetzt entfettet und danach bekommt es seine doppelte Keramikbeschichtung. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann bitte auf unsere Webseite gehen, ins Impressum oder unter Kontaktformularen. Dort könnt ihr uns kontaktieren. Wir antworten in der Regel immer innerhalb eines Tages, manchmal sogar eines halben Tages. Und falls ihr zu diesem Video Fragen habt, ab in die Kommentare unten. Wir beantworten auch diese. So, die Glasversiegelung ist aufgetragen und jetzt trocknet das Ganze circa 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr den Schmierfilm sehen könnt. Das muss jetzt noch runterpoliert werden. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Genau, wenn das trocken ist, dann wird es runterpoliert und dann ist die Scheibe versiegelt.
In der Sprühflasche befindet sich eine Substanz, die es wirklich nochmal die allerletzten Fette von dem Lack entfernt. Unsere Polituren sind ja auf die Keramikbeschichtung abgestimmt, aber nichtsdestotrotz könnten irgendwo noch Fette drauf sein und die würden dann verhindern, dass sich die Keramikbeschichtung richtig mit dem Lack verbindet. Aus diesem Grund wird gereinigt, gereinigt, gereinigt und immer, ganz wichtig, mit neuen Tüchern und die Tücher werden immer wieder gedreht. Das, was ihr jetzt seht, ist die Keramikbeschichtung. Die ist jetzt vorher in dieser kleinen Miniflasche angemischt worden und wird jetzt mit diesem speziellen Pad auf den gereinigten Lack und tatsächlich auch auf einigen Kunststoffteilen aufgetragen. Das muss natürlich sehr gleichmäßig geschehen und in einer bestimmten Zeit wird das zweite Mal versiegelt. Wenn euch das Video mit dem Porsche Taycan gefallen hat und ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich über ein Abo freuen und auch über den Daumen hoch bei diesem Video. Wenn euch dieses Video nicht gefallen haben sollte, guckt euch einfach das nächste an. Vielleicht ist das dann besser. So, liebe Freunde, nee, ich will nicht immer mit so anfangen. Immer fange ich mit so an. So, nicht schon wieder so, es ist zum Heulen. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt losfahren. Ja.